Willkommen zur 24. Folge von Bosetti will predigen, dem Format, wo ich den Niedergang der deutschen Satire am Beispiel Sarah Bosettis aufzeige. Diesmal geht es um die AfD, welche angeblich im Dienste Russlands und Chinas arbeitet. Das ist kein Scherz, das wird uns Sarah Bosetti gleich wirklich erzählen. Ihr habt ja wahrscheinlich diesen Skandal in ganz fetten Anführungszeichen um Maximilian Krah bzw. seinen Mitarbeiter Jian G. mitbekommen. Dieser Mitarbeiter wurde vor vielen Jahren schon mal vom BND abgelehnt, weil er als chinesischer Doppelagent galt, beziehungsweise als unzuverlässig. Dann war er jahrelang Informant des Verfassungsschutzes und jetzt, einen Monat vor der Wahl, fällt den deutschen Behörden ein, das könnte ja tatsächlich ein chinesischer Spion sein. Also jemand, der sich seit über einem Jahrzehnt unter geheimdienstlicher Beobachtung de facto befindet, der wird jetzt, wo er Mitarbeiter von Krah ist, einen Monat vor der Wahl festgenommen. Also wem das seltsam vorkommt, ja, der kann sich mir an dieser Stelle anschließen. Das ist eine ziemlich offensichtliche Aktion, die hier gegen die AfD unternommen wird, um vor der Wahl für schlechte Presse zu sorgen. Also ziemlich einfach. Man will hier Maximilian Krah offensichtlich absägen. Also so würde jemand, der hier neutral und unvoreingenommen draufschaut, das bewerten. Aber Sarah Bosetti ist da, wie wir sie kennen, wieder anderer Meinung. Hier kommt eine neue Folge von Bosetti will reden. Ich habe mich erfolgreich aus dem ewigen Sog von YouTube-Reaction-Videos befreit. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und bin nun bereit, mich wieder neuen Themen zuzuwenden. Wenn man sich die Nachrichtenlage so anschaut, Reichsbürgerprozess, Krieg und dann auch noch FDP-Parteitag, dann ist das, worüber ich heute sprechen möchte, ja schon fast ein fröhliches Wohlfühlthema. Die AfD. Was für Nachrichten! Ich versuche wirklich schockiert zu sein. Ich versuche überrascht zu sein. Aber es will mir nicht so recht gelingen. Vielleicht, weil ich voreingenommen bin, weil ich ohnehin nichts Gutes von der AfD erwarte, wobei sich die AfD meine geringen Erwartungen ja durchaus mit großer Mühe erarbeitet hat. Aber so ist es. Ich finde an dieser Geschichte gar nicht so unendlich spannend, was die AfD tut. Zumal ihr Umgang mit der Situation auch einfach so unfassbar typisch für politische Parteien ist. Maximilian Krah darf jetzt vorerst nicht mehr bei Wahlkampfveranstaltungen auftreten. Meint ihr, dann fällt nicht mehr auf, dass er euer Spitzenkandidat ist oder was? Aber das ist ja alles langweilig. Was mich viel mehr interessiert ist, was die Wählerinnen und Wähler der AfD jetzt tun. Im Moment ist es noch recht klar, noch ist nichts bewiesen, also flüchten sie sich in den Glauben, dass das alles nur eine große Verleumdungskampagne gegen die AfD ist. Das ist natürlich gefährlich. Ja, ist es auch. Und das sage ich als jemand, der die AfD immer und immer wieder kritisiert. Also man muss nicht auf Seiten der AfD stehen, um ganz klar zu sehen, dass das hier eine Aktion der deutschen Behörden ist, um für schlechte Presse kurz vor der Wahl zu sorgen. Das ist ziemlich offensichtlich. Denn sollte sich der Verdacht nicht erhärten, wäre er ja noch lange keine Verleumdungskampagne, sondern nur ein sich nicht erhärtender Verdacht. Aber das will ich Ihnen gar nicht übel nehmen. Natürlich reagieren Sie anders, als wenn es zum Beispiel Vorwürfe gegen die Grünen gibt. Natürlich fordern Sie den Rücktritt, die Kreuzigung und ins Bett gehen ohne Abendessen für Robert Habeck, sobald auch nur der Verdacht aufkommt, jemand aus seinem Ministerium könne einem Freund einen Job verschafft haben. Und nennen zugleich jeden Vorwurf gegen die AfD eine Lüge. Es ist nicht neu und das passiert andersrum auch. Doppelte moralische Maßstäbe werden von allen Seiten angelegt. Ich erinnere mal an den AfD-Politiker Andreas Jurka, der vor einem halben Jahr Bilder von seinem verprügelten Gesicht auf Social Media gepostet hat. Das Verfahren gegen die beiden Männer, die er deswegen beschuldigt hat, wurde zwar mangels Beweisen eingestellt und klar, es ist gut möglich, dass das alles inszeniert war. Das scheint ja eine neue Taktik der AfD zu sein. Aber potenzielle Opfer körperlicher Gewalt verhöhnt man nicht, egal wie kacke man ihre politische Einstellung findet. Daran haben sich ja nun auch nicht gerade alle gehalten. Also okay, die Flucht in die Doppelmoral, solange alles unsicher ist, die ist nicht neu. Aber was tun die AfD-Fans, sollten sich die Anschuldigungen bestätigen? Wie reagieren AfD-Wählerinnen und Wähler, wenn die AfD wirklich nicht deutsche, sondern russische und chinesische Interessen vertritt? Seit Jahren wird darüber gerätselt, warum Menschen Ja, die also Bosetti hat selber gesagt, wir haben es hier mit einem unbestätigten Verdacht zu tun. Also das hat mich bei ihr gerade sogar gewundert, wie neutral sie das rübergebracht hat. Jetzt stellt sie die Frage in den Raum, ja, was ist denn, wenn sich herausstellen sollte, dass die AfD nicht deutschen, sondern russischen und chinesischen Interessen dient? Ja, wie war das nochmal gerade mit unbestätigter Verdacht? Wieso macht man da eine ganze Sendung drüber dann? AfD wählen. Tun sie es, obwohl oder weil die Partei rassistische Thesen vertritt. Aber bei all der Rätselei war immer klar,
Leute wählen die AfD, weil sie sich als Sprachrohr des deutschen kleinen Mannes inszeniert. Von Russland und oder China gekauft zu sein, widerspricht allem, wofür die AfD angeblich steht. Es widerspricht allem, was sie sich auf ihre Deutschlandfahnen schreibt. Gegen die da oben zu sein, deutsche Interessen an erste Stelle zu setzen, patriotisch und voller Vaterlandsliebe zu sein. Wobei wir fairnesshalber zugeben müssen, dass niemand von uns je auf die Idee gekommen ist, die AfD zu fragen, welches Vaterland sie meint. Da hat sie also möglicherweise gar nicht gelogen. Wir haben nur nicht die richtigen Fragen gestellt. Aber okay, was tust du, wenn du AfD-Fan bist und sich wirklich herausstellt, dass selbst die verqueren Ansichten und Thesen, auf die du aus welchen Gründen auch immer angesprungen bist, nur Lügen waren? Wann kommt der Punkt, an dem du in deiner blinden Treue wankst? Wenn dich der Rassismus nicht abgeschreckt hat, der Nationalismus, die horrende Sozialpolitik, die dein Leben wahrscheinlich schlechter machen würde, schreckt es dich dann wenigstens ab, wenn nicht mal das die Wahrheit war? Es ist und war schon immer eine Lüge, dass die AfD die Interessen des deutschen kleinen Mannes vertreten würde. Von der deutschen kleinen Frau will ich gar nicht anfangen. Eine AfD-geführte Regierung würde niemandem nützen, selbst den meisten ihrer WählerInnen nicht. Niemandem außer ihr selbst. Ja, den WählerInnen. Ja, das soll Satire sein. Einer fragt gerade im Chat. Also ihr merkt, ich kann da inhaltlich gar nicht viel zu sagen. Vor allem die wirtschaftspolitischen Argumente gegen die stimmen ja. Also die AfD macht tatsächlich eine Wirtschaftspolitik für die Reichen. Das hat Maximilian Krah in seinem Interview bei Jung und Naiv vor kurzem nochmal bestätigt. Da hatte ich auf diesem Kanal auch drauf reagiert, aber ja, diese Vorwürfe von Spionage sind, wie gesagt, inhaltlich lächerlich. Womit sich dieser also zumindest die Vorwürfe in Bezug darauf, dass die AfD darin verwickelt wäre. Wie gesagt, Cihan G., der stand lange schon unter Beobachtung der deutschen Behörden, der war vorher SPD-Mitglied und da fiel den Behörden irgendwie nicht ein, dass man den festnehmen müsse. Aber jetzt, einen Monat vor der Wahl, es ist eine ziemlich klar von den Behörden orchestrierte Aktion. Ich habe schon gesagt. Und damit ist die ganze Prämisse dieses Videos hier schon futsch. Und einer schreibt es auch gerade im Chat, ich warte immer noch auf die Bosetti-Folge zur Atlantikbrücke. Also die ganzen transatlantischen Thinktanks, die werden in diesen Satire-Sendungen niemals Thema werden. Das letzte Mal, als das der Fall war, war in der Anstalt, als sie noch kritisch sein durfte. Aber auch die Anstalt ist mittlerweile eingeknickt. Also es gibt ja keine deutsche Satire mehr. Das ist ja das Elend, was wir hier beobachten können. Und Bosetti steht da symptomatisch für. Dachten wir. Denn wenn sich die Vorwürfe erhärten, ist nun klar, sie würde noch jemandem nützen. Nur halt niemandem in Deutschland. Liebe AfD-Fans, ich bin sicher, ihr werdet dieses Video finden. Sagt mir, was tut ihr dann? Am Ende ist die große Frage, ob man bereit ist zu akzeptieren, dass man sich geirrt hat. Dass man sich, in diesem Fall von der AfD, hat täuschen lassen. Dass sich die Realität anders darstellt, als man geglaubt hat. Und dass sich die Realität verändert. Meine Hoffnungen sind da ehrlich gesagt nicht sehr groß, weil der andere Kern der AfD darin besteht, ihren Wählerinnen und Wählern zu versprechen, dass sich nichts jemals verändert. Das sind also nicht unbedingt die Leute, die Bock haben auf eine Neubewertung von allem, was sie zuvor für wahr gehalten haben. Aber vielleicht bin ich auch davor eingenommen. Also, liebe AfD-Fans, tut gerne etwas, das ihr noch nie getan habt. Überrascht mich. Ja, was meint ihr? Ist Sarah Bosetti voreingenommen, wenn es um die AfD geht? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Da sind alle voll. Bosetti will predigen, verlinkt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.